Hallo Freunde des gepflegten Radsports und willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute hier in Kirkel bei Homburg. Mit dabei ist Steffen und Arthur. Wir fahren hier heute so schöne Trails wie die Tafeltour, den Felsenpfad und den Schmetterlingspfad. Ich habe nach meinem Durchschlag in Weißkirchen zusätzlich noch den Crashcore Pro verbaut. Den werde ich heute mit testen und ich bin echt mal auf die Fahreigenschaften gespannt. Über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder ein Abo würde ich mich freuen und dann sehen wir uns gleich auf den Trails. So, und wir starten in die Tafeltour. Ein bisschen gefährlich hier auch wieder mit den nassen Wurzeln. Auch hier nochmal ein dickes Dankeschön an dich, Steffen, dass du mir deine Aufnahmen zur Verfügung gestellt hast. Wurzeln. Ja, hier was ist für Technik, Freunde. Also ein bisschen anspruchsvoller.
Oh. Weiter. Also Leute, das hier ist schon episch. Wem das hier nicht gefällt, dann weiß ich es auch nicht. Wurzeln, super heimtückisch. Lass laufen! Das Kirkel Naturförderhaus ist so groß und abwechslungsreich, dass ich euch heute nur einen Bruchteil meines Bildmaterials zeigen. Es würde sonst einfach den Rahmen sprengen.
Ich denke aber, dass ich euch mit dem Video einen guten Eindruck vermitteln konnte, was euch in Kirkel auf der Tafeltour, Felsen- und Schmetterlingsfahrt erwartet. Oh, 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 oh. Alles gut? Friday Fels! So, es geht ab zum Schmetterlingsfahrt. Was für ein Flug, ey! Brutal, Alter, Alter! Voll der Ritt, ey! Ohne Scheiß! Wir sind jetzt auf dem Schmetterlingsfahrt! Alter, was ein Ritt! Der falsche Weg. Alles gut. Du lang. Alles klar. Alles gut. So, es geht weiter. Zum Glück habe ich mit den Zähnen auf der Wurzel ausgeschlagen. Ja, das ist heute aber auch wirklich extrem tricky mit dem nassen Laub. Aber no risk, no fun.
Servus. So Leute, wir sind mittlerweile am Ende der heutigen Tour hier in Kirkel. Wir hatten jede Menge Spaß, wir haben auch die ein oder andere Bodenprobe genommen. Zum Glück ist nichts Größeres passiert. Ja, das Tubeless-Kit hält dicht bis jetzt. Da hatte ich jetzt keine Auffälligkeiten. Auch der Kaschko hat sich positiv in Szene gesetzt. Ich werde das Ganze weiterhin testen und euch berichten. Und ja, beim nächsten Freitag kommt das Crashcore-Einbau-Video für die, die es interessiert. Und dann sehen wir uns demnächst wieder auf dem Trail. Bis dahin, ride safe and have fun, euer Cappy Performance. Ciao.